Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir haben den 13. August. Ich wollte euch mal hier eben zeigen, dass ich hier noch ein Kleid bekommen habe. Ich dachte schon, oh ne, jetzt habe ich es bestimmt doppelt mittlerweile. Aber nee, bis jetzt habe ich echt immer unterschiedliche Sachen bekommen. Finde ich super. Ich frage mich, wie viel uns noch fehlt. Weil das sieht eigentlich schon nach sehr, sehr viel aus. Vielleicht noch so eine coole Säule, wie hier aussehen. Das wäre cool. Wie die Tapete hat. Wäre echt cool. Dann habe ich solche Fische bekommen. Ich weiß nicht mehr von wo. Vielleicht von Nux Laden. Aber die fand ich auch ganz cool. Würde ich vielleicht noch einen nach rechts platzieren, aber weiß ich noch nicht. So. Und Leute, es gibt zwei erfreuliche Nachrichten. Und eine traurige. Was wollt ihr als erstes hören? Die erfreulichen? Nee, ich fange mit den traurigen an. Ach Leute, ich habe so lange nach diesen Alpollo-Käfer da gesucht. Ach ja, gestern war Euphemia da. Alpolo Dingsi Bumsi. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, sorry. Ja, ich habe bestimmt 18 Stunden jetzt insgesamt nach dem gesucht. Aber dafür haben wir den Giraffenkäfer, endlich den Giraffenhirschkäfer. Und diese komische Heuschrecke oder irgendeine andere Strecke. Ja, die haben wir jetzt gefunden. Ich meinte den Allotopus Rosenberg-Käfer. Der fehlt mir noch. Mir fehlt nur noch ein einziger Käfer. Dann habe ich alles. Ach, jetzt habe ich noch die Hälfte des Monats Zeit, um den zu suchen, ey. So. Eugen, ich habe hier was Schönes für dich. Und wir haben Campingplatz. Da gehen wir gleich auch mal hin. Ich hoffe, wir haben coolen. Ich will etwas stiften. So. Ah, da. Giraffenhirschkäfer. Oh nein, ein Giraffenkirschkäfer. Die Frage muss gestellt werden. Ja, möchte ich das hören? Gut. Der Giraffenkirschkäfer hat ein unbestreitbar lächerliches Ausmaß. Sowieso schon vor enormer Größe hat er noch zwei Mandibeln, mit denen er weit über 10 cm lang ist. Besagte Mandibeln erinnern an den langen Hals von Giraffen. Daher der Name. Meiner Meinung nach ist der Vergleich weiter geholt. Giraffenhälse besitzen keine Stacheln. Wäre ich eine Giraffe, würde ich gegen eine derartige Diffamierung protestieren. Na, in dem Fall, alle herzlichen Dank. Ja. Grazia, ne? Oder wie hieß es nochmal? Ich glaube irgendwie so Grazia. Die müssen sich hier beschweren. Die gibt's auch noch nicht, ne? Die kommt bestimmt erst nächstes Jahr. Wette ich mit euch. Und ich hoffe, Nuxlan wird endlich mal größer mit dem August-Update. Ah ne, mit dem September-Update oder Oktober? Ich glaube September. Oh nein, eine Wanderschrecke! Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Oh, ach so. Gut, wenn das so ist, Hüste. Eine Wanderschrecke für sich ist harmlos und hüpft posierlich durchs Gras. Doch Vorsicht, tun sich diese Schädlinge zusammen. Lassen Sie nichts als Zerstörung zurück. Immer wieder haben im Laufe der Geschichte ganze Schwärme Ernten zerstört und Hungersnöte ausgelöst. Eine Wanderschrecke macht noch keinen Schwarm. Doch zwei sind der Anfang vom Ende. Na, cool. Sehr, sehr schön hier. Düdel, passt schon. Passt schon, kleine Eugen. Ich werde natürlich nachher wieder 2 Stunden auf Allotopus Rosenbergi fangen gehen. Oh, das ist so nervig. Dann haben wir den hier. Oh gut, dann muss ich die Blumen nicht wieder abpflücken. Sehr gut, dass die noch kaputt sind. Habe ich nämlich alle abgepflückt. Dann. Oh Gott, ey. Ich hätte jetzt fast Leopold gesagt, aber Leopold ist ein Löwe. Wie könnte der denn heißen? Das sieht irgendwie lustig aus. Keine Ahnung. Batzke? Keine Ahnung. Wer ist du? Clemens. Ahoi, Clemens werde ich genannt. Im Gemüseanbau bin ich weltbekannt. Ach, wie hätte ich mal dein Gesicht sehen sollen? Ja, der Teil meines Clemens stimmt jedenfalls. Man sieht sich, Borsi. Der hat was, Leute. Ich finde irgendwie, der hat was. Ach komm. Wenn mein Lieblingsbewohner weggeht, kannst du ruhig
herziehen, kleine Schweinchen. Immer hat es total angesagt, Borsti. Was macht dieses besondere Etwas aus? Das Wetter, der Strand, die köstliche regionalen Kirschen? Oder ist es doch die traditionelle Wahrsagerei der Einheimischen? Spoilert der eigentlich hier die ganzen Updates? Ich meine, Gemüseanbau wurde mal geleakt. Hier kommt, soll wahrscheinlich mit dem Herbst-Update kommen. Und Wahrsagerei könnte ich mir auch sehr, sehr gut für den Herbst vorstellen. Mit Esmeralda. Was auch immer es ist, ich finde einfach unwiderstehlich. Zieh doch her. Oh, jetzt bringst du mich richtig in die Bredouille, Borsti. Zu Hause wollen alle was von mir. Meine Crew, mein Agent, die Fans, meine Tanzmusik. Die kann ich nicht hängen lassen, aber wenn ich mal auf Crew hier bin, machen wir einen Termin. Hahaha. Nee, du kommst. Campy macht mich ein bisschen unruhig, Borsti. Komm, Lümmeln ist nämlich nicht so mein Ding. Ich hab's, wir könnten mal spielen. Was dabei für dich rausspringt, könnte mal überlegen. Wenn du gewinnst, gib ich dir meinen Dienerbar-Hocker, den brauche ich aber nicht. Na gut, bin ich dabei, kann ich verkaufen. Ja, ja, Web, oh nee, nee, ich brauch keine Regel. Okay, ich drück A, ich drück schon A. Ja, 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 mach mal die Linie hier. Hier, probier mal. So. Ich, 50-50, Rot. Rot. Garo, du hast es geschafft, das Schwein hat Wort. Ja, der Dienerbarhocker. Jam, 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 die Rote ging zwar an dich, aber beim nächsten Mal kann es ganz anders aussehen, Basti. Basti, ich hab mich wirklich wohl. Ich kann mich gar nicht mehr vorstellen, mein altes Leben zurückzukehren. Allein die Paparazzi, sieh doch her. Ich will mich eher, dass du mich noch hier haben, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber wenn du Karten da hast, können wir es gleich jetzt lernen. Spielen wir ein Röntgen, ja? Wenn du gewinnst, sicher. Wenn nicht, bleib ich ruhig bin. Bist du bereit? Ja, bin bald dabei. Dann wollte ich hören. Auf geht's. So, Mischi, Mischi, Maschi. Ich hab die Karte jetzt in. Wie lautet dein Tipp? Rot oder schwarz? Ich nehm Rot. Rot ist Liebe. Oh nein, das ist schwarz. Oh. Okay, Leute. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Ist mal schön da. Schönes Eis. Ja, Leute, Serien habe ich momentan vor allem nicht geschaut, aber das wisst ihr mittlerweile. Weil Big Brother kostet viel Zeit, finde ich. Und insgesamt jeden Tag so circa 3 Stunden. Ja, und deswegen kann ich momentan nicht so viele Serien schauen möchte. Obwohl eigentlich habe ich das meiste zumindest geschaut. Ich bin gerade bei Cardcaptor Sakura dann. Und warte noch auf den 14. Weil dann gibt es meine Lieblingsserien. Ja. Ich glaube, davon haben wir auch schon geredet, Leute. Ja, ja, wem erzähle ich das ja eigentlich? So, hallo. Ja, jetzt können wir endlich. Elektronik-Set. Nee, ich brauche jetzt keinen Schrott mehr. Es reicht, Clemens. Jetzt komm endlich auf meine Insel, ja? Och, nein, ich will keine Sportjacke. Genau, zieh her. Clemens, ja? Nervt mich. Bisschen Nervensäge, weißt du das? So, wer soll denn weg? Kabuki kann weg, auch wenn die cool ist. Ellie soll bleiben. Oh, Pamela kann weg. Pamela muss weg. Ach, super. Danke. Sorry. Vielleicht Neuigkeiten. Ich habe eben mit dem Service Center diskutiert, aber da ist nichts zu machen. Alle Grundschulen, wir sind schon vergeben. Das ist auch. Ich habe keine Ahnung, dass jemand so ein exklusives Doppel sagt. Ja, nur zu. Nein. Nein. Sorry. Ja, du hast dich im Ton geirrt. Tschüss, Clemens. Hast verkackt bei mir. So will man Thomas raushaben. Hallo, was soll das? Oh, warte, ich muss mal ganz, ganz kurz hier WhatsApp antworten.
Morgen bekomme ich nämlich 2 Hefezöpfe. Yam, 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 yam. So, wir suchen nur eben hier das Rezept am Strand. Ein paar Sterne. Obwohl ich gestern nicht sehr, sehr viele Sternschnuppen gesehen habe. Das nervt mich jetzt schon hier. Rechts muss ich auch noch absuchen, falls jetzt hier links nichts ist. Das wäre natürlich dramatisch kacke. Wäre echt kacke. So, Fisch, die gehen mal weg hier. Mann, ich möchte doch mit diesem Alpollo-Dings haben. Ich hab alle Bäume weggemacht. Alle. Damit nur noch hier welche spawnen. Alle Blumen gepflückt. Damit da keine Insekten drauf herumlaufen. Das ist der Dank. Das ist der Dank. Danke. So. Flaschenpost. Bambus-Absperrung. Oh, der habe ich nicht. Cool. Sehr schön. Ich finde, wir haben auch mittlerweile echt viele Rezepte. Aha. So sieht das aus. Naja, Leute. Da würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns morgen wieder bei Harry Potter. Und wir sind wieder auf Apollo zu fangen. Ich muss ihn noch kriegen, Leute. Sonst muss ich echt time traveln und das möchte ich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht. Naja, bis dann. Haut rein, euer Kamito. Und wartet. Ciao.